ja heute Nacht um 3.05 Uhr ging was um die Sirenen ausgelöst von der Feuerwehr Einsatz in Rettungsleitstelle Diepholz. Es wurde gemeldet, ein Brand eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße. Beim Eintreffen der Ortsfeuerwehr Bassum wurde festgestellt, dass es sich um eine sehr enge Bauung handelt und dass nicht ganz klar war, wie viele Menschen wirklich noch in dem Haus sich aufhielten, wie viel zu retten waren. Aufgrund dessen wurde die nächste Alarmstufe, das heißt die Alarmstufe B1, ausgelöst. Also zu der Ortsfeuerwehr Bassum kam die Ortsfeuerwehr Dünhausen, Eschenhausen und Bramstedt dazu, sodass jetzt insgesamt ca. 100 Feuerwehreinsatzkräfte mit 11 Fahrzeugen hier arbeiten. Beim ersten Eintreffen wurde natürlich erstmal erkundet, wie viele verletzte Personen vorhanden sind. Es konnte eine Frau sofort dem Rettungsdienst übergeben werden. Eine weitere Person befand sich in der ersten Etage. Dort kam erschwerend hinzu, dass im Anbau, in dem sich das Treppenhaus befand, dass dieser Anbau oder das Treppenhaus bereits abgebrannt war. So musste diese Person aus dem Fenster ins Freie befördert werden und konnte dann dem Rettungsdienst übergeben werden. Da ging kurz nach 3 Uhr in der Früh, kam also die Meldung rein, dass ein Mehrfamilienhaus hier in Brand stehen soll. Bei Eintreffen erster Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei konnte man also deutlich schon Feuer hier erkennen. Es ist so, dass ein Anbau, ein Schuppen in Flammen geraten ist, aus noch ungeklärter Ursache, und das Feuer letztendlich übergegriffen hat auf das angrenzende Haus. Es ist also glücklicher Zufall, dass das Feuer so schnell entdeckt worden ist, dass also sehr schnell auch die Rettungsmaßnahmen anlaufen konnten. Es ist nicht auszumalen, was passiert wäre, wenn das Feuer noch eine halbe Stunde oder ähnliches gekokelt hätte, und ja, dann hätte hier durchaus weitaus Schlimmeres passieren können. Ja, die Brandermittler nehmen dann heute im Laufe des Tages die Ermittlungen auf. Der Brandort ist erstmal bis auf weiteres beschlagnahmt, und ja, nähere Angaben zur Brandursache werden dann die weiteren Ermittlungen zeigen. Im Moment kann ich da, wie gesagt, noch keine Auskünfte zu erteilen.